Willkommen zurück zu Alan Wakes Abenteuer im Dunkeln. Wir sind, also waren gerade auf einem Schrottplatz, durch den wir jetzt aber erfolgreich durchkommen sind. Wir sind noch auf dem Weg zum Cordon Lake, wo wir dann, sobald wir dann mal dort sein werden, dem Dunkeln ein Ende bereiten mit der Hilfe des Klickers. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen wollen, aber wir kriegen das bestimmt irgendwie noch hin. Bin mir sicher, dass wir das irgendwie schaffen. Ich weiß bloß noch nicht, wie genau und Dings und. Aber Alan hat bestimmt eine tolle Idee, wie wir das machen können. Mittlerweile haben wir mehrere. Ich glaube, 5 Autos zu Schrott gefahren. Ein paar haben wir gewechselt, um was zu machen. Ihre Besitzer werden sie bestimmt am nächsten Morgen vermissen. Weil mittlerweile haben wir so viele. Ach, muss ich denn schon wieder durch die Mine? Ich habe im Hintergrund schon die Mine gesehen. Es kann nicht nur sein, dass wir wieder durch die Mine müssen, ne? Was ist das da für ein alter Beetle? Das sieht aus wie der Fluchtwagen von Bonnie und Clyde. Oh, hier oben ist eine kleine Windmühle. Da kann ich da bestimmt hoch, oder? Das sieht so aus, wie etwas, wo ich hoch kann, denn oben eine Thermoskanne zu finden. Oder eine Notizseite. Ne, ich kann nicht hoch. Naja. Alan Wake springt doch mal ein bisschen komisch. Und so halb gewollt und nicht gekonnt. Und, ne? Das ist ganz schön viel Industrie steht hier rum, ne? So in dem Umkreis. Oh, da hinten sieht schon wieder nach Kampf aus. Da steht eine Lampe. Das kann nur anstrengend werden. Aber hey, noch mehr Lithium-Batterien, die ich nicht brauche. Noch mehr Munition, die ich nicht brauche. Was hier? Ich warte mich die ganze Zeit darauf, dass wir in irgendeinen Ort wieder zurückkommen, in dem ich schon mal war. Zumindest wieder. Genau, guck mal hier. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Mhm. Ja, es ist. Aber schön, dass er jetzt rechtzeitig zugibt, dass er keine Ahnung hat, was er machen möchte. Das haben wir zwar schon irgendwie geahnt. Ach, verdammt, seid ihr Zaunbauer. Ein vollständiger Zaun, den man nicht umfahren kann. Mein Auto steht auf jeden Fall in... Ach ja, Follow. Das kann ja wohl kaum Cynthia Weaver geschrieben haben, oder? Die könnte ja unmöglich wissen, wo wir diesen Weg hier nehmen. Weil es gibt ja anscheinend eine Menge Wege zum Cordon Lake. Wir waren ja schon öfter mal dort. So, möchte ich jetzt hier irgendein Stück... Ach, ja, jetzt können wir wieder drücken. Was verschieben wir denn hier eigentlich gerade durch die Gegend? Vielleicht gehen uns noch. Ah ja. Ja. Angriff des Killerdunkeln. Oh, da hinten sehe ich Licht. Und da hinten sehe ich Blendgranaten und die Schrotflinte. Na gut, die Pappkarte können wir ja gleich holen. Sobald wir das Jagdgewehr leer geschossen haben. Das kann ja eigentlich nicht so lange dauern. Gut, jetzt habe ich die Lichter hier angemacht. Aber es kommt niemand aus dem Dunkeln. Ah, das sieht ja das... Hä, ist das nochmal die Minenstadt vom letzten Mal? Da sah die Landschaft anders aus, oder? Ich werde sie dir niemals geben. Boah. Wow. Mehr wow. Das war alles? Ein Typ? Wo kommt der Scheinwerfer immer her? Ist das die gleiche Minenstadt, die ich am Anfang mal gesehen habe? Also gehen wir jetzt nochmal genau den gleichen Weg, den wir damals gegangen sind mit diesem Entführer? Ach, kannst du ja noch. Ne, hier ist nochmal ein Jagdgewehr. Schrotflinte. Also könnte sich. Also es sieht jetzt irgendwie gerade so aus, würde ich mich gerade zum letzten Effekt aufmunitionieren, ne? So viel Munition, wie hier gerade rumlag. Keine Thermoskanne. Das
ist nochmal die gleiche. Obwohl die leider ziemlich ständig war, die hatte, glaube ich, nicht so eine komische Kirche. Oder? Es ist erstaunlich ereignislos hier gerade. Wahrscheinlich werde ich mich gleich übel erschrecken. Ah ja. Zumindest ein Typ ist da vorne. Ja, okay, ich muss mal ein paar Batterien verbrauchen hier. Hey, warte mal, das war das hier nicht vorgesehen. War noch gerade noch lauter Finsterling, wo sind die alle hin? Hätten wir so verflucht viel aus. Was hast du davon? Ohne Schatten sieht die ziemlich normal aus. Allen. Oh, es geht gut in die Batterien hier. Ja, noch mehr Schatten. Ich habe auch zigtausend Blattgranaten. Und die Typen hier. Wie, der ist davon nicht gestorben? Ach, das ist so ein Kettensägen, Mann. Ach. Korrektur, es sind zwei Kettensägenmänner. Gute Nacht, Marv. Träum was Süßes. So. Na bitte. Das ging doch. Das ist ja wieder die böse Schrotflinte. Also die blöde Schrotflinte, die doppelläufige. Aber ich komme nicht wieder zurück zu der guten Schrotflinte, oder? Komme ich hier nochmal irgendwie durch? Nee. Menno. Toll. Jetzt wollte ich extra wieder zurückgehen zu der guten Schrotflinte. Muss ich jetzt mit dieser komischen Doppelläufigen vorlieben nehmen. Weil mit drei Schuss Jagdgewehr durch die Gegend zu laufen, macht ja auch nicht allzu viel Sinn, ne? Das ist nicht, ne, das ist nicht die gute Popgun. Das ist diese. Ich habe eh nur 7 Schussschrotflinte da. Was du tust, eigentlich ohne, ne? Hm. Die komische Knicker hier, die ist. Ah ne, hier liegt ja noch mehr. Oh. Wer auch immer diesen Generator aufgestellt hat, der hier dieses Bettsignal gibt, ne? Na, ich bin so um schon. Mir dünkt, ich hätte noch. Hm? Ach so. Na gut, dann habe ich mir mal wieder schwerer gemacht, als das hätte sein müssen. Und es hätte alles viel leichter laufen können. Muss ich mir also merken, dass wenn ich so einen Flakscheinwerfer sehe, dass da schnell hinzurennen und das Ding einfach zu benutzen. Anstatt irgendwie mich mit roher Gewalt durchzuschießen. Was offensichtlich die schwerere Lösung ist. Na, na, na. So, haben wir's. Ah, eine Manuskriptseite. Wird ja lange mal Zeit wieder. Der dunkle Ort. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nichts, das ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Also spricht das von einem zukünftigen Ereignis oder ist das, beschreibt das genau den Ort, an dem wir gerade sind? Dass der gar nicht richtig echt ist. Der Platz hier. Das würde ja zumindest erklären, warum das hier so ein bisschen aussieht wie die komischen Minenstände, die wir vorher schon waren. Ich meine, wie viele Minenfirmen könnte es hier in der Gegend gegeben haben? Whee! Oh, das geht tiefer runter, da sollte man nicht hingehen. Da wünscht man sich ja fast das Zwischen zurück. Da hat es zumindest etwas mehr Varietät drin. Und ich konnte fliegen. Die Flugfähigkeit, die fehlt mir. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Ist noch ganz schön weit, ne? Ich dachte, wir schaffen das heute noch. Das sieht noch ganz schön Laufmeter dann hier noch aus, die ich hier noch hinter mir bringen muss. Noch mehr Leuchtpistolenmunition. Das Spiel möchte mir unbedingt Leuchtpistolenmunition aufdrücken. Ich frag mich warum. Das ist. Oh, warte, kommt jetzt hier eine. Oh, 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 oh. Oh,
Oh ja. Okay, ist vielleicht doch gar nicht so weit. Nee, wir fahren nur bis da vorne, oder? Es gab früher, wo ich damals zur Schule ging, im Hort, hatten wir eine PlayStation 1. Und da hatten wir diverse Spiele. Rayman und Hugo. Da gab es als erstes das... Wir sind in Hugo nie weit gekommen. Und das erste Spiel war in Hugo, war, dass du mit so einer komischen Minenkarre durch so ein Dings fahren musstest. Und da musste ich gerade denken. Hallo? Mehr Vögel? Hm. Enttäuschend, ne? Oh. Ich hätte irgendwie gehofft, dass wir länger fahren. Das ist jetzt irgendwie, dass wir jetzt hier übel Weg sparen und mit der Minenkarre. Alan ist halt kein Pilot. Tja. Da unten wäre ein Speicherpunkt gewesen. Oh ne. Sind die Vögel gerade durch? Irgendwas durch. Sind die gerade durchgeglitscht? Noch mehr Vögel? Und warum mache ich das hier gerade? Beibrücke? Naja, das muss ja nur einmal halten. Danach können wir alles wieder so schreiben, dass, dass die Brücke immer da war. Nie kaputt war. Warum habe ich das jetzt getan? Ich gehe jetzt mal unten zur Lampe hin. Das ist. Mir ist es noch nicht so ganz klar, warum ich überhaupt gerade diesen Weg gegangen bin. Das, ob das irgendeinen Wert gehabt hat, aber da oben lag ja auch nichts zum Lesen oder sonst was. Vielleicht liegt hier unten noch was. Oder gibt es hier zwei Wege? Oh, das ist. Sag mir jetzt bitte nicht, es gibt hier optionale Wege. Weil ich kann hier runterlaufen. Oh ne. Oh, ist das aber Jagdgewehrmunition? Ah ne, ist die gute Schrotflinte. Ja, das ist natürlich wesentlich besser, wenn man hier die Pumpgun hat. Haha. Nochmal ordentlich Blendgranaten, das ist sehr gut. Die Blendgranaten werfe ich ja sehr gerne. Die machen auch immer so schön viel. Weil im Gegensatz zu allen anderen Lichtern lösen die die Gegner direkt mit Luft, aber da sparst du die halt viel rumballern, außer die Kettensägen-Typen. Ist das stimmt, dass man gerade zwei Kettensägen. Ah, ja, schon viel eigentlich. Ich die so eigentlich so relativ leicht kaputt gekriegt habe. Wir sind gerade, glaube ich, so gut ausgerüstet wie noch nie zuvor in diesem Spiel. Ach, schön, dass ich die bereits in der Zwischensequenz kaputt mache. Der Schwarm kann irgendwo hin. Lol. Also wie mit der dicken Taschenlampe sind diese Schwärme jetzt irgendwie nicht viel näher die Bedrohung. Weil vorher hatte ich halt das Problem, dass ihr werdet mich nicht von meiner Thermoskanne abhalten, ihr Schweine. Also von irgendwo werde ich bedroht, aber ich weiß nicht so richtig von wo. Da vorne liegt wieder Dunkelheit auf dem Boden, oder? Was ist das denn hier? Die kam von unter mir, was soll ich denn dagegen machen? Das ist ja unfair, wenn die nicht im Boden glitschen. Ja, die ist ja wieder Dunkelheit auf dem Boden. So. Zurück zur Dunkelheit auf dem Boden auflösen. Was auch immer das bringt. Ist es einfach nur, um mich besser zu fühlen? Oder verändert das irgendwas? Er hat übrigens schon lange keine Bärenfallen mehr gesehen. Die waren doch hier sonst alle 5 Minuten ein Thema, wenn ich mal durch den Wald gehottet bin. Und wir haben doch schon lange keine Episode von Night Springs mehr gesehen. Im Fernsehen. Oder vielleicht passt das dem. Ach du Scheiße. Vielleicht passt das thematisch auch. Ja, natürlich habe ich das geholt. Bin ja extra nicht zurückgewichen. Schuss Pappgun? Hm. Da war das Jagdgewehr besser. So viel Dunkelheit hier auf dem Boden. Was bringt denn das?
selbst Alan Wake. Das wissen wir gar nicht so richtig, aber er beschreibt das ja, das, was er macht, irgendwie alles wie in so einer Traumwelt. Und das ist halt irgendwie Traumlogik folgt, das ganze Zeug hier. Und dass der dunkle Ort nicht real ist. Also, offensichtlich nicht. Im Gegensatz zum hellen Ort, der natürlich real ist. Tja. Beziehen wir wieder Zeit für den Fernseher? Das wäre Munition. Naja. Munition, die im Dunkeln glitzert, die ich nicht mitnehmen kann. Die würden mich doch hier ärgern. Da hinten habe ich gerade noch was gesehen. Noch mehr Munition. Also entweder spiele ich dieses Spiel hier wesentlich zu... Also entweder bin ich hier wesentlich zu sparsam. Oder... Das ist jetzt hier, dass die Entwickler wollten sicher gehen, dass man ins letzte Gefecht auf keinen Fall mit zu wenig Muni geht. Ich meine, hier lag hier sogar nochmal ein Revolver da. Jetzt nochmal so ein Rabe, ich sehe dich. Du Wesen der Nacht. Der Wald ist ja minimal unheimlich. Könnte das Dunkel dich einfach hier eine riesengroße Barriere aufstapeln aus dem ganzen Wasserzeug? Egal, ich fürchte das Dunkel nicht. Ich habe jede Menge Leuchtfackeln und Blendgranaten. Dunkel macht mir keine Angst. Was ist das denn? Mich haut das Ding durch, wenn ich daneben stehe. Der LKW selbst hat so Lichtflecken dran. Oh, was ist das? Der blaue? Ach, das ist so ein Rumswitch-Heini. Der LKW sich denn auf, wenn ich ihn? Kommt der überhaupt hier hoch? Oh, was ist denn jetzt los? Achso, das ist nur die Leuchtfackel, die hier so durchbrennt. Da ist immer noch ein Dings dran. Der ist aber auch lästig, dieser Typ, ne? Haben wir es doch. So. Jetzt kann ich doch diesen armen LKW hier befreien, nachdem ich hier schon drei Leuchtfackeln draufgeworfen habe. Also anscheinend machen die schwarzen Flecken nichts weiter als Schaden, ne? Und noch so einer? Boah. Die Sicht hier ist echt nicht die beste, aber hey, da vorne ist ein Generator. Schafft mir bestimmt eine wichtige Pause. Haha. Toll, noch mehr Schrotflintenmunition, die ich nicht mitnehmen kann. Doch, ich kann noch mehr Schrotflintenmunition mitnehmen. Na gut, ich habe umsonst gemeckert. Diese Waldwanderung. Wenn wir noch viel mehr Waldwanderung machen, denn das ist eigentlich ist es ganz gut, dass es uns wahrscheinlich jetzt das letzte Mal ist, dass wir durch irgendeinen Wald latschen, weil auf Dauer würden... Ach, guck mal, hier sind die Teile aus dem See. Also das würde das mit dem... Das Spiel lange sehr langweilig werden. Das ist jetzt ungefähr unsere 100. Waldwanderung. Was ist das? Noch ein Stück Schiff? Ach, noch mal so ein Zischertyp. Was ist denn das hier eigentlich? Auf den Holzfäller, ne? Es hat ihn trotzdem getroffen. Nice. Die gute alte ultimative Waffe. Ich gucke mir gerade die Büsche so an und habe dieses innere Verlangen, diese Büsche leer zu. Hey, das ist ein ganzes Schiff. Das ist so gesunken, so komplett. Wie könnte das denn passieren? Ich sehe halt gerade gar nichts, ne? Ja, hallo, ich würde dir gerne...
stehe außerordentlich schlecht. Ich würde gerne... Endlich. Ein bisschen anstrengend, wenn man nichts ist. Schon wieder so ein Glitcher-Typ, ne? Das hat ihn nicht getötet. Ist das mir? Mehr ohne Unterstützung. Ohne Unterstützung ist nicht so nice hier. Tatsächlich zwei. Boah. Immer noch nicht? Jetzt. Also kann ich jetzt endlich meine Thermoskanne looten? Danke, bitte. Ist ja schlimm hier mit euch. Das Dunkel fährt echt nochmal alles auf, ne? Blendgranaten. Oh, ich hätte vielleicht Blendgranaten einsetzen sollen. Naja. Nächstes Mal werfe ich Blendgranaten, wenn ich mich umziehen fühle. Das ist wirklich ein komplettes Boot. Und das war gesunken? Das sieht eigentlich noch ziemlich intakt aus. Also dafür, dass es auch gerade mächtig durch die Luft gewirbelt ist. Das wird vor einigen Leuten in der Zukunft wahrscheinlich große Rätsel aufwerfen, wenn hier irgendwelche Boote in der Landschaft liegen. Das wäre ich denn schon so das Wort. Okay, werfen Granate. Guck mal, kling. Der Granaten. Ja, mehr dazu beim nächsten Mal.